Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu dieser neuen Tutorial-Serie. Verbindung getrennt. Wir besprechen in dieser Serie ein bisschen die Basics von Unix praktisch. Ja, ich habe ja diese Raspberry Pi-Serie schon am Laufen, wo ich etwas schon hergezeigt habe. Aber für Leute, die sich jetzt zum Beispiel einen Webserver, einen kleinen oder einen FTP-Server aufsetzen wollen und keine Ahnung haben, was Unix überhaupt ist, die sollten ja auch mal was lernen davon. Und dazu ist dieses Tutorial eben da. Ihr könnt sehen, ich habe hier eine Konsole offen. Das ist eigentlich nur innerhalb einer virtuellen Maschine. Das sieht man hier. Das ist eben VirtualBox, weil ich nicht extra einen Server, einen echten praktisch Server aufsetzen wollte. Um das Ganze zu machen, habe ich jetzt einfach mal eine virtuelle Maschine mit Debian 7 genommen. 7 Punkt steht nicht. Auf jeden Fall Debian 7. Aha, ja gut. Und darin habe ich einfach ein Terminal aufgemacht und F11 gedrückt für den Vollbildmodus und hier bin ich. Ja, ich möchte in dieser ersten Folge jetzt erstmal erläutern, mehr oder weniger, wie das Dateisystem unter Linux funktioniert oder unter Unix und wie man da durchnavigiert, beziehungsweise was ist Unix-Linux überhaupt und was sind die Unterschiede so zu Windows oder Mac jetzt. Wo beginne ich jetzt? Als erstes sollte man mal wissen, dass es ziemlich große Unterschiede eigentlich gibt zu Windows. Zu Mac gibt es jetzt nicht so viele, weil Mac eigentlich de facto eine Linux-Distribution ist. Aber zumindest gibt es ziemlich viele Unterschiede, die ich dann nachher auch zeigen werde. Vor allem im Dateisystem und mit Services und Dateien und so unterscheidet sich das schon ziemlich. Ja, es gibt verschiedene Linux-Distributionen. Ich habe hier schon erwähnt Debian, das ist, ich denke mal, jetzt die meistverwendete. Vielleicht Ubuntu ist vielleicht noch mehr verwendet. Aber es gibt eben verschiedene Zweige, mehr oder weniger. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also am Anfang war das Unix, das war so, ich denke 1980, glaube ich, war das. Und davon haben sich halt immer verschiedene Abspaltungen entwickelt. Nicht so bei Windows, wo es Windows gab und dann immer nur Windows. Hier gibt es eben Unix, dann gibt es Red Hat, Debian, keine Ahnung, CentOS und das hat sich dann eben so entwickelt mit diesen ganzen Abspaltungen. Ja, das Dateisystem unter Linux funktioniert, wie gesagt, schon etwas anders als unter Windows. Wir haben unter Windows diese Laufwerksbuchstaben, also C zum Beispiel, oder D oder F oder sonstiges. Das gibt es in Linux nicht. Hier gibt es nur das Slash, also das Root nennt man das, Verzeichnis. Das ist einfach das oberste. Und in diesem Verzeichnis sind einige Verzeichnisse drinnen, in denen dann zum Beispiel Geräte als Dateien abgespeichert werden. Und das ist der nächste Unterschied. In Linux wird wirklich alles als Datei abgespeichert. Also in Windows hat man ja diese Späße mit der Registry und DLLs und dem und allem möglichen. In Linux wird wirklich alles einfach als Datei gespeichert. Es gibt noch Sockets, die sind komisch, aber im Grunde wird alles als Datei abgespeichert. Ja, und weil dieses Dateisystem so wichtig ist, sollte man einige Befehle mehr oder weniger im Kopf haben. Und da wäre es erstes mal die wichtigsten zwei Befehle eigentlich, cd und ls. cd steht für Change Directory. Change Directory, richtige Betonung. Und ist zum Navigieren des Dateisystems da. Wenn wir jetzt hier mal sagen, zum Beispiel cd slash, dann ändert sich zwar nicht viel, bis auf diesen einen bis auf dieses eine Zeichen hier, aber das bedeutet jetzt, wir sind in diesem Verzeichnis. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf slash home navigieren, cd slash home, so, dann sieht man hier, dass hier schon der Pfad angezeigt wird. Das führt mich auch schon dazu, was ich eigentlich vorher noch sagen wollte, diese Zeichenkette hier vorne, das ist der User, auf dem wir, also der wir gerade sind, das ist root, das ist praktisch der Super-User, der kann und darf alles. Das ist unser Computername,
Der wäre bei Windows zum Beispiel euer Benutzername minus PC im Normalfall. In unserem Fall können wir uns das einfach aussuchen. Es ist halt Dexon.at, habe ich jetzt genommen. Dann Doppelpunkt und hier steht das Verzeichnis, in dem wir gerade sind. Zudem mit Computername und Username und so, aber später, in späteren Folgen noch. Ja, also CD wechselt praktisch einfach das Verzeichnis. Dann der nächste wichtigste Befehl überhaupt ist ls. Einfach ein kleines L, ein kleines S. Und man sieht hier, was für Dateien in einem Verzeichnis sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel cd slash machen, dann sind wir im Root-Verzeichnis und wenn wir dann ls ausführen, sehen wir hier alle Verzeichnisse, die so da herumschwirren in diesem Verzeichnis. Ja, beim ls gibt es einige wichtige Flags. Da sind wir auch gleich beim nächsten Kapitel mehr oder weniger. Es gibt bei Linux-Kommandos, gibt es eigentlich bei Windows-Kommandos auch, aber die braucht man nicht so oft, weil man in Windows ja normalerweise mit der Benutzer, mit der grafischen Benutzeroberfläche arbeitet. Ein sehr wichtiges wäre zum Beispiel minus a bei ls. Ich denke nicht, dass es jetzt da was macht. Oh ja, doch, macht was. Das zeigt nämlich einfach alle an. Das steht für all. Und ich glaube, ls steht für List Structure, wenn ich mich nicht täusche. Kann aber sein, dass ich mich irre. Minus a steht eben für all, also man zeigt alle Dateien an. Es gibt so viele versteckte Dateien in Linux. Die werden mit Punkt, also die heißen meistens Punkt, und dann dahinter der Name. Und das bedeutet, dass man sie normal nicht sehen kann, außer man macht das eben mit ls-a. Hier sehen wir auch noch zwei Verzeichnisse, Punkt und Punkt, Punkt, aber zu denen kommen wir später noch. Ja, ein weiteres wichtiges Flag von ls ist das l-Flag. Also ls-l-a würde uns alles anzeigen, aber in so einer schönen Listenform praktisch. Also das zeigt uns das Ganze mit Änderungsdatum an, mit Größe, Benutzergruppe, keine Ahnung, was das ist, und Berechtigungen. Keine Ahnung, was das ist. Na gut. Vielleicht finde ich es ja noch im Nachhinein dann raus. Jetzt habe ich hier geschrieben minus L Abstand minus A. Das kann auch vereinfacht werden, indem man einfach nur minus L A schreibt. Also so. Dieses Kommando werden wir auch ziemlich oft verwenden in nächster Zeit. Das ist einfach, ja, ein ziemlich wichtiges Kommando. Genauso wie CD. Das werden wir auch fast sekündlich schon verwenden. Ja, das nächste Wichtige wäre, was ich noch sagen wollte zum CD, wenn man nur CD ohne Parameter eingibt, dann sieht man, dass man hier auf die Welle kommt und die Welle steht eigentlich für unser Home-Verzeichnis, das kommt nachher auch noch. Das heißt, wenn wir nur CD eingeben, kommen wir automatisch wieder in unser Home-Verzeichnis. Ja, weitere wichtige Kommandos zum Herumnavigieren im Dateisystem sind noch pwd. Das gibt das aktuelle Verzeichnis aus. Also wenn wir jetzt zum Beispiel cd slash bin machen und hier pwd ausführen, dann sehen wir, wir sind in slash bin. Das ist auch noch ein ziemlich wichtiges Kommando. Ja, was uns zum nächsten führt, Dateien und Verzeichnisse erstellen. Das geht mit touch und mkdir. Also touch steht für touch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wieso das touch heißt eigentlich. Hätte ich recherchieren können eigentlich. Aber es heißt so. Und mit dem erstellt man praktisch eine Datei. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Datei Hallo erstellen, dann sehen wir hier mit ls, dass es hier eine Datei gibt, die heißt Hallo. Ja, der nächste Befehl wäre mkdir. Das steht für Make Directory. Also prinzipiell in der Linux-Welt ist immer mk, Punkt, 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 ist immer irgendwas mit make. Und eben dir für Directory. Directory, ich spreche das Wort immer falsch aus. Und wir erstellen zum Beispiel ein Verzeichnis, das heißt Test. Jetzt sehen wir hier wieder, machen wir es gleich mit ls-la. Sehen wir hier schön, hier ist unsere Datei Hallo und hier ist unser Verzeichnis Test.
Das Hallo, diese Zahl da vorne könnte die Art von Datei sein. Ich glaube sogar, dass es das ist. Das heißt, 2 steht für Verzeichnis und 1 steht für Datei. Das könnte ich mir vorstellen. Habe ich eigentlich noch nie richtig bemerkt oder so, dass da was davor steht. Nun ja. Ja, jetzt kommen wir mal zu diesen zwei Kumpanen hier. Das sind Verzeichnisse, die es eigentlich in jedem Verzeichnis gibt. Also wenn ich jetzt hier nach Downloads wechsle, dann und ls-la ausführe, dann sehe ich hier, dass es genauso Punkt und Punkt Punkt gibt. Die sind wirklich in jedem Verzeichnis. Auch wenn wir, jetzt habe ich schon etwas verraten, auch wenn wir in unser Verzeichnis, was wir gerade neu erstellt haben, das Test wechseln, sehen wir hier auch, dass es diese zwei Verzeichnisse gibt. Das steht nämlich für das aktuelle Verzeichnis und das unterliegende Verzeichnis. Ihr müsst euch den Verzeichnisbaum so vorstellen. Wir haben jetzt Slash, dann haben wir zum Beispiel Slash Home, Slash dann unser Username, Slash dann unser Testverzeichnis, Slash und unsere Datei. Also das ist eh praktisch wie in Windows. Also wenn ihr euch in Windows mit dem Verzeichnisbaum auskennt, dann ist es eigentlich de facto dasselbe, nur dass eben nicht dieser Laufwerksbuchstabe steht, sondern dieses Slash. Und in Windows werden Backslashes verwendet, also das Umgekehrte praktisch. Hier verwenden wir normale Slashes. Ja. Und ihr müsst euch das Punkt Punkt ebenso vorstellen, wenn wir jetzt im Verzeichnis Testverzeichnis sind und wir wollen in Username, dann müssten wir eins herunter, damit wir im darunterliegenden Verzeichnis sind praktisch. Das ist in Windows jetzt nicht so gängig, diese Notation mehr oder weniger, weil da immer nur von zurück gesprochen wird und nicht vom Verzeichnis nach oben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, jetzt sind wir in unserem Home-Verzeichnis und im Unterverzeichnis Test, wenn wir es cd Punkt Punkt machen, kommen wir in unser Home-Verzeichnis wieder. Cd Punkt ist einfach ins aktuelle Verzeichnis wechseln, das macht nicht wirklich Sinn, aber das werden wir später dann noch brauchen bei Skripten und so. Ja, dann gibt es unter Linux noch, was ein ganz wichtiges Konzept ist und was aber leider nicht viele verstehen, ist das Konzept der relativ und absoluten Pfade. Das gibt es eigentlich wieder unter Windows auch, nur wird es da nicht so oft verwendet vom Otto Normalverbraucher. Wir befinden uns jetzt hier im Verzeichnis slash root slash, also einfach nur root slash root. Das root ist eine Besonderheit eigentlich, weil normalerweise also sind alle home. Und wie erkläre ich das? Es gibt verschiedene User auf diesem Betriebssystem und derer Home-Verzeichnisse sind im Verzeichnis slash home slash und deren Username. Beim Root ist das, also beim Super-User ist das eine Verschiedenheit eigentlich. Da liegt das Home-Verzeichnis in slash root. Ich bin mir nicht genau sicher, warum das dort liegt, weil es wesentlich einfacher wäre, das einfach ins Home-Verzeichnis zu platzieren. Aber es ist nun mal so. Ja, also wir befinden uns jetzt im Verzeichnis slash root. Wenn wir jetzt ins Verzeichnis Test wechseln wollen, dann sehen wir hier mit ls-la, sehen wir logischerweise, dass das Test hier im Verzeichnis, wo wir gerade sind, liegt. Wenn wir jetzt cd Test machen, können wir da in dieses Verzeichnis wechseln und befinden uns jetzt im Verzeichnis slash root slash Test. Wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel in slash bin befinden und wir wollen das Verzeichnis Test wechseln, dann ist das logischerweise nicht mehr da, weil wir uns nicht mehr in diesem Verzeichnis befinden. Man könnte jetzt das Ganze, also wenn wir jetzt in dieses Verzeichnis Test wechseln wollen, könnten wir entweder den absoluten Pfad eingeben, also cd slash root slash test, oder aber wir geben einen relativen Pfad an, also cd voriges Verzeichnis, dann sind wir im Slash-Verzeichnis, root slash test. Das wäre ein relativer Pfad, also das ist der Unterschied praktisch zwischen absoluten und relativen Pfaden. Das ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, weil wir ja knapp beim Root-Verzeichnis sind, aber das wird bestimmt über die Dauer noch klarer werden.
Ja, ich überlege gerade noch, ob es noch irgendwas zu sagen gibt. Aber ich denke eigentlich nicht. Also theoretisch solltet ihr jetzt mit den Lerninhalten dieses Tutorials durch euer Dateisystem durchnavigieren können, Verzeichnisse erstellen und so. Das könnt ihr auch mal ein bisschen herum experimentieren, spielen, sonstiges, was auch immer ihr möchtet mit dem. Mal schauen, wie die Sachen so reagieren. Was zum Beispiel passiert, wenn man cd-test. Punkt, Punkt eingibt. Oder eigentlich, wenn man jetzt cd-test. Slash Punkt, Punkt eingeben würde, was dann so passiert und so. Also diese ganzen logischen Strukturen mehr oder weniger vom Dateisystem. Ja, das war mal jetzt ein Starter dieser Tutorial-Reihe. Ich werde jetzt in Zukunft mal schauen, dass ich da einen Plan zum Laufen bekomme, weil das war noch etwas provisorisch jetzt. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß mit eurem Linux, mit eurem Unix und auf Wiedersehen.